Hallo und willkommen bei Schreib. In diesem Video gebe ich dir eine Anleitung an die Hand, wie du eine Hausarbeit in 3 Tagen schreiben kannst und trotzdem eine gute Note abstaubst. Ich werde dir einen genauen Zeitplan vorschlagen, wie du garantiert vor der Deadline fertig wirst. Eine Hausarbeit in 3 Tagen ist eine echte Herausforderung, denn eine gute Hausarbeit braucht viel Zeit. Zeit, die in der Prüfungszeit oft knapp ist. Im Idealfall solltest du dir auf jeden Fall mehrere Wochen Zeit nehmen. Doch jeder Studierende kennt den Stress am Ende des Semesters und ist gezwungen, Prioritäten zu setzen. Du hast deine Hausarbeit immer weiter Richtung Deadline geschoben und völlig überraschend bleiben jetzt nur noch 3 Tage Zeit. Was nun? Indem du die größten Zeitfresser eliminierst, stellst du sicher, dass du die bestmögliche Arbeit für die verbleibende Zeit noch zu Papier bringen kannst. Wie du das anstellst, verrate ich dir jetzt. Tag 1. Planung und Recherche. Bevor du Hals über Kopf in deine Last-Minute-Arbeit einsteigst, solltest du dir Folgendes klar machen. Eine Hausarbeit in 3 Tagen funktioniert nur, wenn du strukturiert arbeitest. Der erste Schritt sollte es also sein, dir einen Plan zurechtzulegen. Von diesem solltest du nach Möglichkeit innerhalb der nächsten 3 Tage nicht mehr abweichen. Plane also sorgfältig jeden Schritt deiner Arbeit und arbeite diese dann nacheinander ab. Gehen wir davon aus, dass du wirklich bei Null anfängst, solltest du zuallererst dein Thema festlegen. Sieh dir dazu auch unser Video zu diesem Thema an. Hast du das Thema weit genug eingegrenzt, setze dich nun an die Gliederung. Der Erfolg deiner Hausarbeit in 3 Tagen steht und fällt mit deiner Gliederung. Deine Hausarbeit sollte im besten Fall nach diesem Schema aufgebaut sein. Inhaltliche Tipps und Tutorials findest du auch auf dem schreib.de Blog oder diesem YouTube-Kanal. Vergiss nicht, ihn zu abonnieren, falls dir dieses Video gefällt. Für deine Turbo-Hausarbeit solltest du deine Forschungsfragen im besten Fall genau jetzt in Stein meißeln. Überlege dir eine Methode, wie du sie beantworten kannst. Für eine Hausarbeit ist es meistens ausreichend, sich theoretisch mit dem Thema auseinanderzusetzen. Dennoch solltest du dir im Klaren sein, was genau du vorhast. Willst du beispielsweise ein bestehendes Modell aus der Literatur auf einen neuen Sachverhalt beziehen? Oder willst du vielleicht eine Studienskizze entwerfen? Das hängt natürlich auch davon ab, wie die Anforderungen von Seiten des Dozenten gestellt wurden. Jetzt kannst du dir eine Reihe von Keywords zurechtlegen, die du durch die Datenbanken deiner Uni jagst. Lies von vielversprechenden Forschungsartikeln, die sich ebenfalls mit deinem Thema auseinandersetzen, jeweils das Abstract. Entscheide dann anhand dieser Zusammenfassung, ob der Text sich als potenzielle Quelle für dich eignet. Lege dir einen Ordner an und sammle genau so viele wissenschaftliche Quellen, wie deine Hausarbeit später Seiten hat. 5 weitere Quellen werden sich beim Durchlesen ergeben, wenn du merkst, dass sich Autoren immer wieder auf ein und dieselbe Arbeit beziehen. Zu guter Letzt hast du jetzt noch einen Puffer, den du mit maximal 5 Internetquellen oder Populärwissenschaft füllen kannst. Bei einer 15-seitigen Hausarbeit landest du mit diesem Vorgehen bei 25 Quellen, was als überdurchschnittlich einzustufen ist. Mehr geht natürlich immer. Tag 2. Exzeption und Skizze. Mit neuer Energie startest du in den 2. Tag. Jetzt geht es ans Herausschreiben. Arbeite alle Quellen durch. Fokussiere dich dabei auf die Abstracts, Einleitungen, State of the Art, Diskussions- und Fazitabschnitte der jeweiligen Quellen. Den Rest kannst du überspringen. Suche in den PDFs mit der Suchfunktion nach den für dich relevanten Keywords und schreibe pro Quelle 3 Stellen heraus, die deine geplante Argumentation unterstützen. Für dein Kapitel Aktueller Forschungsstand kannst du dich auf die Abstracts beziehen und erklärst in eigenen Worten, was die jeweiligen Autoren zu deinem Thema geforscht und herausgefunden haben. Aus den ca. 50 Textstellen baust du dir nun eine Argumentationsstruktur zusammen. Diese schreibst du dann in grober Form nieder. Am Ende des 2. Tages solltest du nun deinen Hauptteil als Skizze vorliegen haben. Tag 3. Schreiben und Formatieren. Am 3. und letzten Tag heißt es noch einmal Gas geben. Ab jetzt gibt es keine Ausreden mehr.
Bringe deine Skizze zum Abschluss und stelle deinen Hauptteil fertig. Nutze ein vernünftiges Maß an Abbildungen, um Seiten zu füllen. Stelle sicher, dass du alle deine Quellen korrekt angibst und einheitlich zitierst. Eine saubere Technik ist die Grundlage für eine gute Note. Mit einem Literaturmanagementprogramm vermeidest du unnötige Fehler und sparst zudem noch Zeit. Dazu habe ich ebenfalls einen Blogpost verfasst. Jetzt kannst du dir Gedanken über den Schlussteil und die Einleitung machen. Denke immer daran, dass du in diesen beiden Kapiteln nicht auf einer inhaltlichen, sondern einer Metaebene schreibst. Das bedeutet, du erklärst dem Leser, warum du welche Entscheidung getroffen hast und wie du genau vorgegangen bist. Du schreibst quasi über das Schreiben. Sind deine Quellen eingefügt und der Text fertiggestellt, machst du erstmal eine Stunde Pause. Falls du dazu keine Zeit mehr hast, dann geht's direkt weiter im Kampf gegen die Deadline. Lies deine Arbeit mit möglichst klarem Geist und poliere sie sprachlich so gut es geht auf. Nachdem du sie sprachlich verbessert hast, liest du sie noch einmal und achtest auf die Formalia. Jetzt, um 23.45 Uhr, solltest du schnellstmöglich in dein E-Mail-Programm und das verdammte Ding abschicken. Herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft. Zum Abschluss gibt es noch eine Reihe mütterliche Weisheiten und Hausmännerpsychologie. Auch wenn die Zeit knapp ist, verlange nicht zu viel von dir. Es ist immer noch nur eine Hausarbeit. Verfalle nicht in Panik und gehe sachlich den oben beschriebenen Zeitplan durch. Dann kannst du gar nicht scheitern. Achte auch darauf, dass du genug isst und trinkst. Studentenfutter ist tatsächlich eine Supernahrung fürs Gehirn. Die abendlichen Mahlzeiten während deiner Last-Minute-Hausarbeit dürfen auch ausnahmsweise mal vom Lieferdienst gebracht werden. Das Gute an einer Turbo-Hausarbeit ist, dass der ganze Spuk dementsprechend auch schneller vorbei ist. Also reiß dich zusammen. Die Deadline ist nicht dein Feind, sondern Motivation und Erlösung. Los geht's! Für noch mehr Inspiration, schau in der Videobeschreibung vorbei. Dort habe ich dir Blogartikel und kostenlose PDFs für dich verlinkt. Und vergiss nicht, das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren, falls ich dir weiterhelfen konnte.